entführe, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Anders kann man das nicht machen. Wenn mein eigenes Volk an dieser Prüfung zerbricht, könnte ich darüber noch keine Träne weinen. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. All die anderen, ja! Ja, vielleicht schon dort! Das sind ja nur 12 Kilometer bis zur Stadt. Ist der Russe schon so nah? Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Er hat uns daran hindern, selbstständig zu denken. Fegelein! So, das ist ein Adjutant. Er muss zur Verfügung stellen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an deinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgeregt. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Von vor kommt der Beschuss. Ja, dass diese kulturlosen Besten Europa überschwemmen. Ja! Um sich zu autorisieren, das war ein Befehl! Großadmiral Dönitz wird hocherfreut sein, wenn ich ihm Meldung mache. Der Führer scheint ja in ganz ausgezeichneter Verfassung. Diese Energie? Ja, in der Tat, das ist erstaunlich. Er ist und bleibt eben der Führer. Dabei gab es noch gestern Gerüchte, er hätte eine Art Nervenzusammenbruch. Tja, wie Sie selbst sagen, Gerüchte. Wie man hört, soll ja das V-2-Raketenprogramm bald die große Wende bringen. Die Reichweite der neuen Rakete soll ja kolossal sein. Wann ist denn damit zu rechnen? Tut mir leid, ich möchte nicht darüber sprechen. Allerhöchste Geheimhaltungsstufe. Verstehe. Bitte um Verzeihung. Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst. Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht. Ich hab das immer mitgemacht. Das reicht. Wieso behaupten Sie ein Angriff? Das ist ja unwahrscheinlich. Wenn kann der Roten Armee absolut nichts entgegensetzen. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen. Mein Führer, wir brauchen eine Anweisung für den Fall, dass die letzten Munitionsreserven aufgebraucht sind. Ich werde niemals kapitulieren, niemals. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Ja! Dieser Versager, dieser Schmarotz. Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum. Ein Mädchen kaut Kabagum, ein Mädchen kaut rum. When Blackie comes down to Hilo, poor old man. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Bringen Sie mir Fegelein! Ich will sofort zum Bericht! Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören, würde unser Land zurückschleudern ins Mittelalter. Verrat! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stecker! Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Bist du Feigling! Die Bombenangriffe auf unsere Städte machen Gutes.
Es ist viel einfacher, nur den Schutt wegzuschaffen, als selbst alles niederzureißen. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin wird Frontstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant. Wenn der Krieg erstmal gewonnen ist, dann wird das mit dem Aufbau ganz schnell gehen. Wie viele tausend Stunden haben wir beide mit diesen herrlichen Entwürfen verbracht? Sie sind ein großes Geniespür. Doch, doch. Nur Sie und ich wissen, dass ein Drittes Reich nicht vorstellbar ist, das aus Warenhäusern und Fabrikgebäuden besteht. Sie und Grein müssen so bald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dönitz. Teilen Sie mit, er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Tod zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen Treuebeweis. Aber Himmler muss sterben. Er hat Verrat geübt. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweihen. Mein Führer? Ja, glauben Sie denn, ich schaue tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen? Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wähnt sich bereits als Sieger, aber Sie werden sehen, Greim. Es wird ein böses Erwachen geben. Dönitz mobilisiert im Norden, Kesselring im Süden. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim, in Kürze tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Man muss knien vor Ihrem Genie, mein Führer. Und vor dem Altar des Vaterlands. Mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme? Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen? Burgdorf, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss! Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenk sei unwahrscheinlich? Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafenberger Dotter. Der englische Rundfunk berichtet das. Und da ausgerechnet Himmler! Der treueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Dieser Versager, dieser Schmarotz! Ein paar Vanille Faulpelz! Ich habe erfahren, mit der Handlungsunfähigkeit zu erklären. Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer. Wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftwaffe! Was hat er denn das gemacht? Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Verrat an meiner Person! An meiner Person! Das kann der Führer nicht im Ernst gesagt haben, dass er sie erschießen will. Was jetzt?
Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Ein November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren, das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf retten. Ich verbitte mir diesen Ton.